Das Highlight ist immer eine Kalbung bei den Kühen, natürlich speziell, wenn es ein Kuhkalb gibt. Und wenn die Kuh gut in die Laktation startet, mit einer guten Persistenz die Laktation durchzieht, sofort wieder trächtig ist. In letzter Zeit hat uns die Installation von zwei Milchrobotern beschäftigt. Seitdem stellen wir fest, dass wir mehr Milch haben und eine bessere Lebensqualität. Wir möchten die Milchleistung noch weiter steigern. Das wird anhand der Roboter auch möglich sein. Dann möchten wir uns verstärkt der Iberico-Zucht widmen und dort neue Absatzkanäle finden. Ich habe einen höheren Silomaisanteil in der Ration, damit meine Kühe fruchtbar sind, sehr viel Milch geben und einen guten Eiweißgehalt haben. Vom KWS-Mais im Fahrsilo erwarte ich einen höheren Stärkeanteil und eine gute Verdaulichkeit der Restpflanze. Mit der Hektare Silomais kann ich einfacher und kostengünstiger Energie in die Ration hineinbringen, wie mit der Hektare Kunstwiese. Bis jetzt entwickelt sich die KWS-Sorte sehr gut. Wir haben keinen Hagel dieses Jahr und wir rechnen mit einem sehr guten Ertrag.